2, 1, Moin und unter dann zu schätzen, willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed, falsche Richtung, Zweifel mit dem Hannes auf dem Bild. Ich werde es nie lernen. Das ist wie du und Technik, das geht nicht Hand in Hand, das ist einfach Schmutz. Der Kerl hat einen Führerschein. Ja, das ist erschreckend, aber wahr. Ich bin tatsächlich heute an der Straße vorbeigefahren, die mir meinen Führerschein gerettet hat. Weil ich in dieser Straße rechts vor links erfolgreich beachtet habe, obwohl ich durch diese Straße noch nie durchgefahren bin. Oh, dann hat die also nicht die Fähigkeit, rechts vor links zu können, den Führerschein gerettet, sondern nur diese Straße. Naja, die... Ich hasse dich. Fresse. Ich sag mal so, bevor ich in diese Straße gefahren bin, sah es nicht gut aus. Oh, schön. So, wir haben jetzt ein bisschen ein Problem tatsächlich. Also. Zwar haben wir das klitzekleine Problem, dass wir hier unseren Hauptstandort haben. Also hier ist unser Versteck. Großes Problem dabei ist, aber hier ist nichts ausgebaut. Und ich wollte hier eigentlich jetzt das Geld nehmen und mir ein bisschen einen neuen Rucksack kaufen für Medizin und all sowas. Das kann ich jetzt natürlich knicken, weil ich hier jetzt wieder erst alles aufbauen muss. Davon mal ab, dass hier sowieso kein Schneider ist. Man kennt die Problems. Aber das ist egal. Wir bauen jetzt hier erstmal alles aus und dann gehen wir in Mission. Ach, hallo, was kann das hier schon kosten? 650, guck mal, das ist doch nicht viel. Dann können wir uns gleich Medizin kaufen, meine Herren. Und wir haben uns 2000 gescheit. Ihr Wander. Apothekenbedarf. Investieren. Geringes, sicheres Risiko. Oh. Sicher ist sicher. Investieren. Möge das Wohlbefinden immer auf eurer Seite sein. Richtig, richtig, richtig. Mhm. Bei den Ärzten Rabatt erhöht. Das Geld heben wir auch gleich ab. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt ist. Es dürfte ein bisschen was sein. 5000. Super. Das ist schmeckt. Vor allen Dingen, wir haben hier einen Dingens von 400.000 oder so. Man muss also nicht immer dahin rennen. Schon mal ein Vorteil. Achso, der war ja oben. Genau, der war ja direkt hier an der Straße. Zeig ein bisschen Respekt, Idiota! Alter, nochmal und ich stech dich ab. Guter. Ohne zu zögern. Da kenne ich nix. So, ihr habt doch bestimmt jetzt mal neue Rüstung für mich, oder? Genau, Geschäftsaufträge. Ne, wir müssen jetzt ein Terrakotta-Gefäß finden, oder zwei Terrakotta-Gefäße finden, noch ein Totem finden und noch eine buddhistische Gebetspelle. Sollte ich diese Gegenstände hier verkaufen, verschwinden die natürlich. Ist ja klar. Ja. Aber auch wenn du sie findest und sie ihm gibst, sind sie ja weg, logischerweise, weil du sie mir ja gibst. Richtig. Im Austausch gegen das Schwert. Armbrust. Genau, auf die sparen wir jetzt. Weil. Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. Aber vorher müssen wir noch erstmal den Dieb hier fahren. Sehr beeindruckend. Aber sehr nett. Oh Mist! Keiner gesehen. So, wir haben jetzt hier noch einen Schneider ganz kurz und dann können wir uns entscheiden, wo wir hingehen. Da. Den Maler lassen wir mal noch außen vor, der ist gerade nicht so wichtig. Liebe Freunde, so, und dann darfst du entscheiden, wo wir hingehen, tatsächlich. Ich? Ja, du. Ja, sie. Völlig random ausgewählte Person aus dem Publikum, mit der ich definitiv nichts zu tun habe. Mein Gott, ich bin so überrascht. Ja. So schockiert. Sind Sie sich sicher, dass Sie mich nehmen wollen?
Nein, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Kein Plan. Was habe ich denn zur Auswahl? Du kannst tatsächlicherweise entscheiden. Ich kann Medizinbeutel nicht größer kaufen. Perfekt. Du kannst tatsächlicherweise entscheiden, womit wir jetzt anfangen. Wir haben ja zur Auswahl die Diebe, die sind hier unten. Und. Hm. Das klingt jetzt böse, aber Lenunden. Mach und, sie! Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wer das ist. Ich meine, das hier müssten die Nutten sein. Nimm sie. Das passt also auch ganz als gut. Weil hier sind nämlich die nächsten. Dann, ja. dann machen wir den hier fertig und mit den Nutten fangen wir dann an und dann. Ja, haben wir nochmal eine Dings-Farm-Folge. Richtig, dann haben wir auf jeden Fall nochmal eine Farming-Session. So, den einen nehmen wir aber mit, weil ganz ohne Karte. So. So, und übrigens Armbrust. Wichtig. Extrem wichtig. Weil es halt, ich glaube, sie hat 12 Schuss. Ui. Und ist halt deutlich angenehmer zu spielen als die Pistole. Weil es halt schneller geht. Den nimmst du Papam, fäng. Echt? Mach mal schneller? Ja. Okay. Über so eine Armbrust mit Spannen und so oder halt Bolzen reinmachen, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so zügig geht, aber ja, mag ich mich halt auch täuschen. Es geht relativ flott. Also, was war da? Hallo? Hat keiner gesehen, okay? Gut. Er hat schon gewonnen, wenn es teuer ist. Dann soll sie sich eigentlich nicht am Anfang holen. Aber wir können ja auch zum Beispiel mal, ne, hier ist so ein schönes Schild, da gehen wir mal hin. Was ist denn das hier? Guck mal, der kostet so 30.000. Wollen wir mal machen. Holla, holla, holla. Kannst halt Fahrzeichen kaufen. Was bringt dir das nochmal? Dann hast du irgendwie mehr Geldeinnahme im Monat, genau, oder so, ne? Mehr passives Einkommen. Das kannst du, glaube ich, Pantheon kannst du, glaube ich, für über 100.000 oder so kaufen. Schnapper. Unfassbar. So, ich meine, ich glaube, hier ist sogar. Ist das schon hier? Nein, das ist an einem ähnlichen Ort. Ich muss schon schauen. Nämlich genau an so einem Berghang ist diese eine Kiste. Wo. Ah, nee, hier ist der Franzose. Das. Nee, hier dürfen wir doch nicht hin. Hier dürfen wir doch nicht hin. Sind nicht Lenutz? Nee, Lenutz sind das in der Stadt gewesen, tatsächlich. Lenutz sind das hier. Das ist, Bianca. Hat da was mit zu tun. Aber Bianca ist doch immer super. Grundsätzlich. Ja, aber Lenutz macht mehr Spaß. Ich renne gerade vor meinem Pferd weg, das macht keinen Sinn. Alter, Pferdsteuerung. Hast du das gehört? Genau so lacht man, wenn man Franzose ist. So, nicht anders. Diese Tonnen muss man ja auch kaufen. Die kosten nicht so viel. Und sind wichtig. Fast 3000 passives Einkommen. Das hätte ich auch gern. Ja, ja. Ich möchte mich. Dann würde Papa nicht mehr arbeiten gehen. Ich auch nicht. Überrascht. Getragen. Ist der Weg. Bin dir dankbar, aber jetzt tschüss. Ja. Ernähre dich vom Menschenfleisch, was? Hold up. Wait a minute. Die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Tarantino suchen. Ein kürzlicher Temperaturhof. Hallo, Pferdestall. Hola. 700, nehme ich. Gekauft. Oh, bewegen, danke. Zu hoch.
Oh, doch nicht. Da kommt. Ach, da kommt er hoch. Ja. Wo ist er denn jetzt drüber gestolpert? Einchen. Kiesel. Korpulente oder gehbehinderte Bettler werden gebeten, nicht ein Mann, der sich so führen, der Hast du das gerade auch gehört? Was er da gerade von sich gegeben hat? Hannes, wiederhole es doch mal, damit ich mir sicher sein kann. Amputierte und gehbehinderte Bettler. Strike! Alles klar, dankeschön. Wusste ich. Sehr liebenswert. Ja. Richtig, richtig, richtig. Ich habe ja auch einen Verwandten, der. Jetzt überlegen, was ist denn so schlimm? Aber jetzt mal ehrlich, ich glaube, amputiert wäre, glaube ich, für mich weniger schlimm. Also ich hab immer gesagt, wenn ich irgendwann blind bin, dann kannst du da, also dann bin ich raus. Ja? Im Rollstuhl sitzen kann ich, aber blind, da bin ich raus. Also das wäre für mich auch schlimmer, ne? Also Augenlicht ist, glaube ich, das auch mir kostbarste. Ja. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Nicht schwimmen! Diese Mission kenne ich nur allzu gut, denn wir haben im Farming Part davon, glaube ich, gesprochen. Und jetzt nochmal, das hier ist die Mission, die wir farmen müssen für die letzte Rüstung, die man dann beim Schmied kaufen kann, für die man halt gewisse Gegenstände braucht. Und ich meine, wir müssten einen Schrumpfkopf farmen. Wir werden die hier jetzt natürlich nicht farmen, das würde keinen Sinn ergeben. Zu früh. Richtig. Sondern dann, wenn es an der Zeit ist, dann kommt das mit dem Farming-Part rein. So. Der Weg ist tatsächlich nicht lange, aber nervig. Hey, hey. Andiamo. Das heißt schneller. Haben wir gelernt. Ich kann Italienisch. Mindestens ein Wort. Ha! Habel, ich esse euch. Also deswegen ein kabelloses Headset, was nicht funktioniert. Es geht doch. Wo ist dein Problem? Ich höre dich. Ich höre das Spiel. Warum funktioniert das nicht? In welcher Welt funktioniert es nicht? Wenn wir meistens anfangen, ist es. Kopfhörer aufladen. Naja gut, das hat halt einen leider kaputten Akku, weil ich depp das Ding ja immer anlasse. Ich muss es halt ausmachen, damit der Akku nicht gezogen wird, aber ich lasse es immer an, dann wird der Akku gezogen, ich lade auf und... Das ist, wie ich gelernt habe bei euch, dasselbe mit dem Auto abschließen. Halt dein Maul. Wenn ich jetzt mal beklaut werde, ne, liegt's an dir. Immer drin, ähnlich, wenn ich nicht gleich. Geht auf deine Frau. Ist so. Aber wir haben keinen gekriegt. Sie hat... Dieses Spiel hat sie gewonnen. Ja, leider Gottes. Seid ihr wegen der Hure hier? Aiutate mi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen. Nein! Wendet euch an Cesare! Asozial, ne? Che schifo! Ist so ultra ehrlos und einfach nur gemein. Zuschlagen jetzt! Sei, le armi servono a duellare. Bitte, ja, bitte. Ich werde alles tun. Nur lass mich gehen. Mich brechen. So, jetzt muss ich die durchsuchen. Elfenbeinkugel. Wurfmesserkugel, Amber. Oder was sind Diamanten? Adinalspupor. Ne, ich hab verstanden, Schrumpfkopf.
Ja, ich meine Schrumpfkopf. Ich bin mir aber die halt nicht mehr sicher. Es kann auch Diamant sein. Münze von Vlad dem Fehler. Okay. Wie kann ich original sein, Bro? Irgendwie glaube ich das nicht. Nee, war da leider nicht bei. Also weder noch. Naja, gut. Den Borgia-Hauptmann lassen wir mal Borgia-Hauptmann sein. Das machen wir mal anders. Ich muss jetzt erstmal wieder Querfeld einlatschen. Um es zurückzubringen. Also mit seinen 40 Jahren, ne? Weltmeister ran. Wer ist dieser Usain Bolt? Wolltest du das auch gerade sagen? Ja, aber dann ist mir auf der Hälfte des Satzes eingefallen, Usain Bolt ist ja nur schnell, aber nicht ausdauernd. Okay, das stimmt. Wie heißt denn noch dieser Marathon-Typi? Boah, kein Plan, da bin ich raus. Ich kenne tatsächlich nur Usain Bolt. Weißt du, was sehr, sehr witzig aussieht? Na? Hier, wenn Olympia ist oder so und dann diese, nicht Marathon, sondern hier dieses Gehen. Walking? Ja. Ja, ja, Alter, wenn okay, die starten, Leute. Wie das aussieht. Ich bekeck mich jedes Mal. Wenn sie dann ihren Hüftschwung machen. Ich meine, das ist ultra anstrengend. Jeder, der das schon mal irgendwie halbwegs professionell versucht hat, Digga, die rennen ich ja bin da voll raus. Ich bin da voll raus. Schon klar. Aber das, was da halt als perfekte Bewegung angesehen wird. Oh, hoppala. Ah ja. Hallo, hallo, ich will ihn beklauen. Hat nichts. Perfekt. Hallo, oh, dieses Reichhaus. Wow, wow. Auf dem Weg ins Freudenhaus jetzt. Uns Geld. Stell dir mal vor, der würde da auch zahlen wollen, nachdem er fertig ist und hat kein Geld. Ich schneide ihm noch den Schwanz ab. Gar keine Chance dabei. Ich wollte wie ist das eigentlich? Ist das nicht Vorkasse? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Also den Apfel fallen lassen. Alter, 20! 23! Easy. Es wird immer besser. Achso, wir müssen da hinten. Perfekt. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere. Wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. So, jetzt kommt das Schöne. Jetzt gehen wir nämlich hier hin, gehen zum Gebäuderenovierer und sagen dann, hallo, ich möchte gerne dieses Gebäude renovieren. Hallo, hast du dafür Geld? Nein, ist mir egal, alles klar. Das, was Hannes sagt. So nein. Will ich das auch machen, wenn ich hier renovieren muss. Du musst tatsächlich ein bisschen Geld in der Hand. Aber meistens ist das Geld, was du durch die Mission erhältst. Glaub ich. Das wird wohl genügen, nicht? Adios. Adios. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene.
Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Damit machen wir hier einen Cut. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.